So, hallo meine lieben Freunde und damit ein ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Digimon Rumble Arena von oder auf der PlayStation 1. Verzeihung. PlayStation 1, ist das nicht wundervoll, meine lieben Freunde? Es ist PlayStation 1, Mann. Geil. Einfach nur geil. Ja, und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit der Kampagne, weil... Was soll man noch Großartiges dazu sagen? Digimon Rumble Arena, PlayStation 1. Als Alternative für das, weil jetzt nicht mehr so viel kommt, weil ich ja eh auf das Update warte, auf Digimon Masters Online. Und dann dachte ich mir, komm, zockst du mal ein paar PS1-Spiele, weil das doch so gibt. Und, jo. Digimon Rumble Arena war eine der ersten Wahlen. Und ich gehe jetzt mal durch die PS1-Spiele so durch und guck mal, was wir denn so alles Let's Playen könnten. Wie wär's, Leute, wenn wir so ein PS1-Special machen, so... Ein paar Spiele für die PS1, so Tomb Raider oder Tekken oder whatever, was das auch nur geht. Das bin ich nämlich gerade am überlegen. Und jetzt spielen wir erstmal Digimon Rumble Arena. Ich versuche so viel, ja, wie möglich alle Charaktere freizuschalten, so wie es geht. Ich weiß leider nicht mehr alles. Ich hatte das Spiel damals früher auf PlayStation 1, natürlich hatte ich es. Und wir spielen die erste Kampagne mit Teriamon durch, denn Teriamon ist für mich eigentlich ein super Digimon in dem Sinne. So, wir kämpfen als erstes gegen Gatomon. Gatomon hat die... Was hat sie? Die Cat's Eye. Okay, Katzenauge. Also sie kann hypnotisieren. Dann irgendeine Poe. Alles klar. Okay, Rumble. Ich liebe es einfach nur. Diese Maps hier. Und die Musik dabei einfach nur. Es ist einfach so episch. Ich habe es früher geliebt. Ich habe dieses Spiel teilweise gesuchtet. Ich habe es einfach gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Dieses Spiel ist einfach nur... Ich weiß nicht. Es hat einen Orden verdient. Auf jeden Fall. Wie seht ihr das, Freunde? Also, das. Wie kann man denn das Ding nochmal abfeuern hier? Ah, mit Kreis war das. Alles klar. So, hier gibt's nochmal was. Hier gibt's nochmal eine Digimon-Pumble hier. Okay, Gatomon digitiert. Alles klar. Gatomon digitiert hier. Da haben wir was. Haben wir natürlich auch. Und wir können natürlich auch digitieren. Und da tun wir jetzt natürlich auch. Zu Mega Gargumon. Mein Man in the Man. Oh, nicht reinfallen. Und wir haben hier, wir haben so Kanonen, die verfolgen einen. Und jetzt mache ich mal unsere K.O.-Attacke. Und die voll daneben gepflanzt. Ja, jetzt kommt ein Schlag noch hier. Bam. So, da haben wir die erste Runde doch geschafft mit Teriamon. So, wollen wir das sehen? Jawohl. You win. Nice. Das Schlechte ist halt, man muss immer eine Runde wirklich durchspielen, um zu speichern. Deswegen muss ich jetzt mit Teriamon einmal komplett die Kampagne durchspielen, um überhaupt speichern zu können. Ja, scheiße, das war jetzt meine eigene Schuld. Die digitiert jetzt wahrscheinlich, deswegen digitiere ich jetzt auch mal. Nämlich wieder schön zum Mega Gargumon. Und sie digitiert natürlich auch wieder. Ich vergesse den Namen immer von ihm. Wie hieß sie nochmal? So kann ich mich schon mal schützen. Ja, die hat natürlich so eine Fernkampf-Bitch ist das. So, ich versuche mal meine andere Attacke einzusetzen. Ah, jetzt bauen die mich aber hier, wa? So, jetzt aber. Was soll denn das? Dann mache ich jetzt K.O.-Attacke, bevor ich mich zurückdigitiere. Bevor man nämlich die K.O.-Attacke aktiviert, kann man nämlich... Kann man nämlich zurückdigitieren. Also man digitiert sofort zurück, wenn man die K.O.-Attacke einsetzt. Ist natürlich klar. Jetzt spamme ich mal ein bisschen meine Bubble Flash. So. Zwei Runden gewonnen. Gatomon wurde besiegt. Jawohl. So, kurz was getrunken und wie ihr seht, wir bekommen Punkte, nachdem wir gegen die Digimon gekämpft haben und gewonnen haben. Kommt natürlich auch wieder darauf an, in welcher Zeit wir sie besiegt haben, wie schnell und womit und nur mit Autotext oder auch mit Skills oder so. Und ja, desto besser, desto mehr Punkte. Und jetzt hört ihr diese Musik. Ist die nicht geil? Ich schwöre, ich feiere die. Ich feiere die so herbe geil einfach nur. So, hier kann man einmal draufhauen. So, und wenn man da... es gibt natürlich auch Einschränkungen für die Digimon. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses Minus da einsammelt,
dann kriegt man, glaube ich, ist man langsamer oder kriegt man weniger HP? Das weiß ich jetzt leider nicht. So, ja. Gabumon ist jetzt wieder full life, fast full life, weil der sich das Brot aufgesammelt hat. Hier ist natürlich auch Points, wo man auch Brote und sowas finden kann, also Food, wo man sich aufladen kann. Es gibt auch sowas zum Beispiel, wo man sofort digitieren kann, so Plusse. Und ja, die sind halt cool. So, jetzt digitiere ich auch mal. Weil von Metal Garurumon schon ja, fast die Hälfte erreicht. Dann kann der erstmal. So, das ist so eine Confused-Kacke. Wenn er da reinläuft, ist der verwirrt. Aber der ist so blöd und läuft da rein. So. Was? Der hat meine Co-Attacke abgebrochen? Okay. Naja, egal. Er läuft immer noch hier rein. So, Bubble Flash. Und tschüss. Das war's. Gabumon wurde besiegt. Jawohl. Momentan. Yay. Ja, wir haben gewonnen. Aber zweite Runde ist natürlich auch wieder hier am Start. Schön erstmal hier. Bam. Horn Attack. Beide haben sich Schaden zugefügt. So, ich könnte jetzt einfach die ganze Zeit wegpowern mit Bubble Flash. So, man, wenn man jetzt zum Beispiel in die Steine reinläuft, hauen die einen aus dem Web raus und man kriegt Schaden. So, der digitiert nämlich sofort wieder zum Metagaroman. Also die Computer digitieren sofort. Könnte man, kann man natürlich tun, ist ja klar, ne? So. So, die verfolgen uns nicht. Ja, und wir haben von hier hinten getroffen. So, jetzt müssen wir aufpassen, denn die gehen, geben nicht so viel Range. Und jetzt digitieren wir auch mal wieder. Digivolution. Auf geht's mit... So, hier ist ein bisschen Food, da können wir mal einsammeln. Mal, wenn ich mal hier hochkommen würde. So. So, da haben wir hier Eis. LOL, mit einer... Ja, ich habe mich in meine Co-Attack eingesetzt. Ja, okay, haben wir es geschafft. Jawohl, Mega Gagumon hat es geschafft. Ganz schön klein, oder? Ganz schön klein dargestellt, aber egal. Ist nice. So, wir spielen mit Wormon. Wormon ist da, jawohl. Wormon, der kleine Man in the Man. So, ready, Rumble. Way, bam, Boogie Flash. So, die Map ist auch ganz cool. Die dreht sich mal ein paar Mal für ein... Ja, und es liegen hier Bomben rum, also hier kann man einiges machen auf der Map. Gibt's Bomben... Oh, jetzt laufe ich... Oh, jetzt bin ich besoffen. Jetzt bin ich besoffen. Einfach mal abhauen, solange ich nur besoffen bin. Jetzt kriegt er mal... Ja, jetzt dreht sich's wieder. So, da wo die X'e drauf sind, das ist sozusagen... Ja, wie soll man sagen? TNT. So, gleich kommt Stingmon. Also es wird zu Stingmon digitieren, denke ich mal. So, aber erstmal kriegt er noch ein paar Dinger hier rein. So, und die Map fängt wieder an zu drehen. So, wenn wir jetzt nicht aufpassen, kriegen wir einen rein. Und Wormon hat natürlich einen reingekriegt. Und digitiert jetzt zu Stingmon. Da ist Stingmon. Man könnte jetzt gleich sagen, ob Stingmon... Wie soll man sagen? Jetzt nicht, relevant ist, so overpowered, weil es ja auf dem Champion-Level eigentlich ist. Aber es ist schon eigentlich ein dürftes Feedung. Das kann man ruhig sagen. Und das müsste es gewesen sein, oder? Was? Ja gut, die K.O.-Attacke ist jetzt nicht so geil, ne? Wir hätten von vorne wahrscheinlich treffen müssen, dann hätte es ein bisschen mehr abgezogen, denke ich mal. Aber jetzt gehen wir direkt mal hier in die nächste Round rein. In die nächste Round. Boogie Flash, Boogie Flash, Boogie Flash und... Oh oh. Treffen wir ihn noch? Terrabomb mittendrin hier im, im Geschehen und... Jawohl. Ja, wird getroffen, schön. Boogie Flash, nein, Bubble Flash, Bubble Flash. So, Bubble Flash. Und dann ist die K.O.-Attacke von ihm. Wie man jetzt gerade gesehen hat, der digitiert sofort zurück. Aber es ist schon geil, es ist schon geil. So, und nochmal. Digivolution. Jawohl.
So, dann wollen wir mal hier die Dreieckattacke zeigen. Kenn ich das? Jawohl. Ja, so eine schöne Son Goku-Attacke, finde ich. So, die muss man auch vom Weiten machen, damit die auch treffen, wirklich. So. LOL, der hat meine Co-Attacke abgebrochen, der Wichser. Oh, Wichser soll ich nie sagen. Okay, egal. Sorry, Leute. So, wir machen jetzt ein Dreieck. Komm schon. So. Stingmon wurde besiegt. Und ich denke mal, ein Kampf ist da jetzt noch drinne. Ja, you win. Yeah, Teriamon. So, wen bekommen wir denn jetzt schon als Gegner? Oh, no loading. Oh, Minigame. Ah, okay, da müssen wir jetzt richtig battlen hier, richtig gegen boxen, glaube ich, mit Viereck. Und wir haben als Gegner im Bonus-Game Gilmon, Teriamon und Renamon. Also wir sind Teriamon und gegen Gilmon und Renamon. Gibt es viele coole Bonusspiele, zum Beispiel auch Basketball und sowas, das weiß ich noch. Aber das war doch mit Dingens, ne? Mit Viereck war das die ganze Zeit, ne? Wer als erstes da die Dinger vollhat. Ja, das sieht nach Win aus. Wir haben hier schon 30. Also noch 30, kaum 20. Und geschafft. Und da können wir direkt die Türen. Und das war das kleine Minigame auch schon. Finde ich auch ganz cool. Und wenn ihr die Kulisse von im Hintergrund anseht, seht ihr, dass es von dem Digimon Teil 1 ist, wo sie gegen Dingens kämpfen. Gegen, wie heißt der schon? Enfermon, also gegen Keramon. Und das war jetzt halt der Hintergrund davon. Aber ich finde es auch richtig nice, dass die in dem Spiel hier so kleine Minigames eingebaut haben. So für zwischendurch, damit es nicht so eintönig hier ist. Also haben sie eigentlich relativ richtig gut gemacht. Also finde ich jetzt. Ach ja, genau, der Diamantensturm. Der ist auch richtig OP, wie ich finde, weil der ist wirklich Diamantensturm. So, wenn wir mal hier. Okay, das ist nicht gut für uns. Jawohl, fällt runter, kriegt nochmal Damage. Bam. Bam. Auf der Map, da geht jetzt gleich die Falltür runter. Wenn der hier rot leuchtet. Also man hört gleich einen Alarm. Und dann ist so ein Countdown und dann geht der hier runter halt. So, jetzt kommt Sakuyamon. Da bin ich mal richtig gespannt. Hier Sakuyamon. Weil die kann nämlich so Drachen schicken, die Olle. So. Ja, die kriegt jetzt ordentlich einen aufs Maul. Und, yo. Da hört ihr den Account. Da hört ihr it. Da hört ihr it. Brumm, brumm. So, let's go. Jetzt gibt's direkt mal hier wieder voll aufs Ganze drauf hier. Und nochmal. Oh, da oben ist, glaube ich, eine Bombe. Da müssen wir jetzt mal aufpassen. Ja, Bombe. Da gibt es nochmal einen Confused-Teil. Da gibt es direkte Digitation. Das ist, wenn man direkt digitieren möchte. So, oh, da gibt es Feuer. Ich digitiere mal lieber. So, jetzt haben wir uns nur. Das weißt du da gut. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendein Eis oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. I don't know. Ja, und die verfolgen einen. Ah, K.O.-Attacke. Die haut nämlich ordentlich. Jo, Diamond Storm, ich hole mir mal hier mehr HP. Aber jetzt fallen wir beide hier rein. Ne, ich fall nur rein. Ah, ich trottel. Wow. Boah, jetzt fall ich schon wieder runter. Die gibt mir jetzt gerade Herbe. Fuck, ich wollte gerade meine Co-Attacke einsetzen. Und Renamon kriegt auch noch ein Feuer. Und ich trifft mich auch noch. So, das Plus ist, da kriegst du wieder hier Energie zum Digitieren. Boah, das Vieh, das regt mich gerade auf. Boah, geht doch. Boah, und auf die Plattform draufgekommen. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Und ja, das war's für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Tschüss.